So, meine Freunde und Damen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Art of Conquest. Und hey, wer hätte es gedacht, wir kriegen wieder neue Energietränke. Juhu! Und für euch, die von Art of Conquest in China zu feiern, könnt ihr täglich vom 30. September bis zum 8. Oktober um 4 bis 5 Uhr UTC, keine Ahnung, welche deutsche Zeit das ist, aber uns Geschenke erhalten, 100 Linari und 2 Energietränke, 10 Energietränke, um den Start in China zu feiern und nochmal 10 Energietränke. Yay! Glücklicherweise bin ich nicht der Einzige, der es bekommt. Mein treuester Art of Conquest-Fan, ich weiß gar nicht, wer, muss ich den Namen mal kurz angucken, hat geschrieben, bei ihm ist es genauso. Christoph Hegger hat geschrieben, er hat auch die ganze Zeit Energietränke, die er bekommt. Heißt also, ich bin schon mal kein Cheater. So, wir nehmen das alles mit hier. So. Ach, die Priesterin. Soll ich die wirklich aufrüsten weiter? Die Heilungswerte. Ja, eigentlich muss ich das ja machen. Irgendwann muss ich sie ja sowieso mal aufrüsten. Wir kriegen noch eine kleine Gratistruhe. Eine Mithril-Truhe. 1-Stunden-Booster, ein Kelch und 1000 Holz. Schick. 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 Und wir machen natürlich weiter. Bogenschützen. Die wir hier bekämpfen können. Nehmen wir noch mit Gasul. Oh, ich denke, die werden auf jeden Fall genug Leben haben, dass wir die hier hinsetzen können hier hinten. Und die müssen wir unten hinsetzen, so. 2400 Kraft, ich hoffe, das reicht. Mal gucken. Bin mal gespannt. Können wir gleich mal in die Skelettopfer hinschicken. Oh, das Skelettopfer. Sind ja nur Level 4 die Gegner. Bam! Viele Einheiten werde ich nicht verloren haben, wenn überhaupt eine. Na, doch, ein paar sind es doch gewesen. Ein paar kleine Schwertkämpfer. Was haben wir hier schönes? Zwergenruinen. Schwertkämpfer. Denke ich mal, wenn wir genau mit dem gleichen Trupp besiegen können. Hast du das Skelett einfach noch? Jo. Wichtig, wichtig. Also wenn man die ganzen HP, die er abzieht, zusammenzählen würde, der würde locker sicherlich ein, zwei Schwertkämpfer instant töten, oder? Er macht schon echt gut Schaden. 63 Mana in einer Runde noch, dann haben wir eine Blab. Ich glaube, mehr ist ja nicht, oder? Ich kann nur ganz kurz hier hinten gucken. Sieht aber gut aus. Gibt es hier noch ein Gegnerpärchen? Nö. Sehr schön. Gut, dann gehen wir uns mal alle Kristalle und so weiter holen, die wir hier mitnehmen können. Ladung Münzen ist bereit. In die Leere kann man auch noch mal durchrushen. Das ist richtig. Sollten wir auf jeden Fall gleich machen. Eigentlich müsste es wieder resettet sein. Da haben wir noch Holz. Da ist die Leere. Das dürfte auch noch nicht sein. Genau, aber hier müsste was. Ups, nein, nein, nein. Stopp, stopp, stopp. Hier schön runter zum Holz. 67.000 hoch. Was haben wir hier schönes? 84 Gold. Na gut. Kann man ja trotzdem mal eben mitnehmen. Das müsste genau. Root Diamanten. Eine Goldmine ist das, ja? Interessant. Nochmal eine Ladung Blutdiamanten. Hier haben wir nochmal Mithril. Schön. Da sieht man jetzt wahnsinnig viele Karawanen auf der Map. So. Und wir gehen weiter. Wohin? Gehen wir mal hier hin, würde ich sagen. Ups.
Ne, stimmt, Lehre wollte ich erstmal gehen. Nicht, dass wir die Lehre dann vergessen und wahnsinnig viele Punkte uns entgehen. Zack. Eine nächste Chess, eine nächste Dingensen. Sag schon, wie heißt es? Rezept? Heißt nicht Rezept, heißt ein bisschen anders. War das schon immer so viele? Okay, nimmt die von da drüben mit. Ungünstig. Kann ich alle mit. Ich versuche mal alle mitzunehmen. Rufio, komm mal mit hier. Dann können wir die Enten killen. Vega braucht Heilung. Oder Vega heilt. Dann können wir hier die Plage. Das ist okay. Und die bleibt hier. Schwertkämpfer brauchen auf jeden Fall ein paar mehr. Zack. Bogenschützen. Die Reiter. Die Reiter sind wichtig. Ich glaube, hier brauche ich aber auch Belagerungsmaschinen, habe ich das Gefühl. Nochmal normale Reiter schicken. Ist okay. Gewinne in 20 Sekunden. Es wäre ganz cool, wenn ich das gewinnen würde. In 20 Sekunden. Einfach aus dem Grund, ich möchte schon ganz gerne durchrennen. Nur 13 Sekunden habe ich noch. Sekunden, 6. Verdammt. Schwierig. Echt nicht einfach, ey. Ich glaube, hier brauche ich Belagerungsmaschinen, wirklich. Gewinnen 18 Sekunden. Wir nehmen den ganzen Trupp mal wieder mit. Ist okay. Auch wenn ich weiß, dass meine. Ja, wobei, wenn ich die Dings habe. Wir machen mal hier hinten was. Weil hier sind sehr viele Reiter. Wir unterstützen mal hier hinten ein bisschen. Es sind schon wirklich viele Lanzenträger, die hier sind als Gegner. Kann man schon nicht verachten. Ich habe noch 7 Sekunden, na, es wird wahrscheinlich auch wieder nichts. Hier hätte ich die sinnlose Plage gebraucht, interessanterweise. Ist das ätzend. Dass ich hier einfach. Okay, ja, das schaffe ich sowieso nicht, weil ich. Da einfach stärkere Einheiten bräuchte. Mit zwei Helden oder weniger. Aber wahrscheinlich, wenn die Helden so ein wesentlich höheres Level erreicht haben, kann man damit sicherlich das schaffen. Aber so mit Level 14 wird das kein perfektes Match. Aber es muss schon sagen, no casual. Ja, gegen Giftkriecher wird das eh wieder nichts. Belagerungswaffen wären hier wirklich eine wirklich gute Sache, glaube ich. Und hier wäre ganz cool, wenn ich Dings gehabt hätte. Die Dingensen. Wie heißt das? Die seelenlose Plage. Das sind sehr, sehr starke Gegner. Ich
Keine Verluste, ich habe verloren. Wow, ernsthaft, vier Schwertkämpfer. Schade. Was haben wir hier? Einen verletzten Helden. Okay, haben wir anscheinend noch nicht. Ich meine, kriegt man schon krasses Zeug, ne? Muss man schon zugeben. Wie viel habe ich denn? 196. Und es gibt wahnsinnig viele Stages. 20 anscheinend erstmal. Und hier Tundra danach, wenn man hier die 20 erreicht hat. Oder 20 geschafft hat. Sehr, sehr viele Lanzenträger. Wahnsinnig viele Lanzenträger, meine Güte. Ich muss sagen, die Leere ist ein echt cooles Feature. Zumal man einfach so viele Belohnungen bekommt, ohne was zu machen dann später, wenn man alles perfekt hat. Aber das Perfekt zu King ist natürlich auch hart. Hier hatte ich wohl was für Perfekt schon gehabt. Gewinne mit zwei Helden oder weniger. Das muss ich halt nur machen und dafür brauche ich sehr, sehr starke Helden. Gerade meine Ritter sind hier sehr, sehr angefrackt. Die dürfen natürlich nicht sterben. Ich habe hier keinen Mana mehr, ne? Ne, hat sie auch nicht mehr. Gewinnen 20 Sekunden gegen die Viecher. Ja, mal gucken. Skelettlaufer bräuchte ich vermutlich auch noch schnellstmöglich. Damit ich überhaupt einen kleinen Support noch mit dabei habe, eine kleine Einheit, die mitkämpft. Bam! Ich bin in 20 Sekunden leider nicht geschafft. Ein neues Adamantium, her damit. No Casualties wieder mal. Es werden aber halt auch immer mehr Gegner. Es sind so viele Gegner. Bam! Kommt der Armruf nicht stirbt? Nö, wunderbar. Alles gut. Allein gefroren. Ah, 20 Sekunden sind als Gewinn sehr, 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 sehr gering immer angesetzt. Gut, muss man vielleicht ein bisschen stärker werden einfach. Gut, hier muss ich allerdings einen anderen Trupp nehmen. Meinetwegen ist mega. Dann so. Es ist so geil, wie sie einfach gegen den Speer rennen und sterben. Gewinnen 18 Sekunden kriegen wir hin, ne? Nicht schlecht, eine perfekte Stage. Das ist ein Kampf immer weniger, den ich kämpfen muss in der Zukunft. Wenn ich hier lang laufe, kann man natürlich immer mitnehmen den Reward. Stage 14.
Stage 15, nochmal eine schöne Elfenrüstung. Und Stage 16, ja, das ist immer noch das Ultimative. Stage 17 ist das Ultimative. Fette Belohnung kriegt man hier, das ist so krass. Und 6300 Kraft nochmal. Komm, wir lassen das Team, das ist okay. Macht nämlich einen Unterschied, dass eh der letzte Kampf ist, den ich machen muss oder machen werde. Bam! Muss auf jeden Fall meine Helden noch stärker machen. Viel, viel stärker. Und natürlich meine Einheiten noch aufrüsten und so weiter und so weiter. Muss alles stärker werden. Ich muss sagen, wir sind ganz gut vorangekommen. Hier nochmal Toy, jetzt nochmal Pferde. Wow, und dahinter. Meine Güte, was ist das denn? Ein riesiges Vieh nochmal. Okay, wir haben ja nichts mehr. Wir wollen eine ganze Menge dazu bekommen. Und das jeden Tag, das ist schon nicht schlecht. Hier können wir ganz kurz noch einen Reward für die 18. Stage mitnehmen. Genau. Ein Ring, 1400 Gold und 5 Adamantium. 244 Hammer, das heißt beim nächsten Mal eventuell haben wir genügend, um uns den Helden zu kaufen. In Ordnung. So. Ja, damit machen wir erstmal eine kurze Pause, meine lieben Freunde. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Mein Außenposten hatte ich ausgebaut gehabt, ne? Ja, Level 9. Hab immer noch genügend Bronze-Dinger. Sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao.